Der Februar ist gekommen, der Frühling ist da und wir machen unsere erste Ausfahrt. Jetzt von Wusbach aus fahren wir am Neckar entlang den Neckarradweg und wieder zurück. Und wenn der Akku hält, dann schaffen wir das auch. Ich habe aber vorsichtshalber mal ein Ladegerät mitgenommen, damit wir einen schwächelnden Akku etwas zwischendurch starten können. Passt das, Ursi? Ich denke schon, ja. Also fahren dann fangen wir an. Bis gleich. Ja. So, wir sind auf dem Weg zum Neckar Radweg und fahren da an der Elz entlang. Richtung Neckar Elz. Und dann kommt Neckar Zimmern mit der Burg Gutenberg, bei der wir ja auch schon gewesen sind. Ja, und dann sind wir am Neckar Radweg. Und dann fahren wir weiter nach Gundelsheim. Erstes Zwischenziel erreicht. Und Ursi, war es eine schöne Fahrt? Ja, es ist noch ein bisschen frisch heute Morgen, aber ich habe Handschuhe an. Ich leider nicht. Aber sonst geht's, finde ich, oder? Es ist zwar nur ein wenig, ja, ein wenig kühl um die Nase rum, aber mit Handschuh. Für mich geht's und für ja, dich? Ja, also, für mich ist es ein bisschen frisch ohne Handschuh, aber umdrehen wollte ich nicht mehr. Ja, okay. Da müssen wir jetzt durch. Durch, ja, aber die Sonne kommt ja noch, steigt noch etwas höher. Vielleicht wird es dann auch noch etwas wärmer. Für alle Freunde des Stellplatzes in Wusbach. Das Flüsschen, was in Wusbach vorbeifließt am Stellplatz, das mündet hier in den Neckar. Das ist die Elz. Mhm. Und da stehen wir und wir können euch diesen Radausflug nur empfehlen. Ja, bis jetzt. Ja, jetzt sind wir am Neckar und jetzt gibt es den Neckar Radweg. Wir fahren dann jetzt Richtung Heilbronn. Ja. Und dann kommen wir irgendwann in Gundelsheim raus. Ja. Da gibt es dann Besenwirtschaften und von da fahren wir dann wieder zurück. Ja, mal schauen, ja, ob wir da noch hingehen, werden wir ja sehen, oder? Das sehen wir, aber wir fahren auf jeden Fall bis Gundelsheim. Wenn wir es schaffen. Das ist immerhin der erste Ausflug in diesem Jahr. Ja, also wenn wir das zusammenbrechen, schaffen wir es. Ja. Wir zeigen euch das Ergebnis. Ja, wir fahren jetzt weiter. Mhm. Ja. Und über die Neckarbrücke geht es drüber bei Neckar Zimmern. Da kommt auch schon die Ursi. Und da haben wir ein Schiff, was in die Schleuse reinfährt. Die Heinz Merz. Der Neckar ist ja dadurch charakterisiert, dass er sehr viele Schleusen hat, die allerdings nicht so lang sind wie die Rheinschleusen und deswegen können auch hier nur Schiffe mit begrenzter Länge fahren. Und da oben haben wir die Götzenburger See. Ja. Aber ich denke, die filmen wir noch etwas näher dann, oder? Wenn wir ein bisschen näher dran sind. Jawohl, macht dann die Ursi. Ja, kann ich dann, ja. Jetzt schauen wir aber noch, wie das Schiff in der Schleuse durchfährt dann, oder? Ja.
und jetzt haben wir hier die Götzenburg. Und da drüben haben wir das Schiff, was gerade geschleust wurde. Und jetzt tun wir euch noch einblenden, wie wir die Götzenburg besucht haben. Da haben wir ein Video dazu gemacht. Also zur Aufklärung. Wenn wir vom Götz sprechen, dann ist es der Götz von Berlichingen, der Mann oder der Ritter mit der eisernen Faust und der sehr mutig war und sich gegen seinen Herzog oder was auch immer aufgelehnt hat und den die Botschaft überbringen ließ, sagt euren Herrn, er kann mich am Arsche lecken. Nein, sagt eurem Herrn, er kann mich hinten lecken. Und es ist dann allgemein interpretiert worden, er hat gesagt, leckt mich am Arsch. Also die Götzenburg, hier hat der Götz von Berlingen gelebt. Aber die Götzenfestspiele, die finden in Jagsthausen statt. Das ist da, wo der Roman Herzog, also unser alter Bundespräsident, gelebt hat. Da finden die Festspiele statt, aber das ist das Schloss seiner Jugend oder die Burg seiner Jugend. Gelebt hat der Götz von Berlichingen hier in Neckarzimmen auf der Burg, ich glaube, die heißt Honig. Und da haben wir ein Video gedreht und das blenden wir euch ein. Oder haben wir schon eingeblendet. So, da sind wir in Neckarmühlbach und in Neckarmühlbach steht die Burg Guttenberg. Das ist eine Burg mit einer Greifvogelwanne, kann man also besichtigen, sehr zu empfehlen. Dann haben wir hier die Ussi stehen und dann machen wir einen Schwenk herüber Richtung Neckarzimmern und genau gegenüber haben wir dann schon das Schloss Honeck. Und das Schloss Honig ist ein Deutschmeister, Deutschordensmeisterschloss und gehört zur Stadt Gundelsheim. Und dann sind wir auch schon beim Himmelreich. Und das lassen wir uns schon zu Lebzeiten schmecken, denn dieser Weinberg hier heißt Himmelreich und stammt aus Gundelsheim mit dem Schloss Honig. Und da gibt es auch Besenwirtschaften, die nicht regelmäßig, aber immer wieder mal offen haben und das ist immer ein lohnendes Ziel zur Einkehr. So, hier ist das Deutsche Ordensschloss Gundelsheim, also Schloss Honeck heißt es. Und das ist die Stadt Gundelsheim und der Weinberg hintern, der heißt Himmelreich. Und das Ganze nennt man nicht umsonst die Burgenstraße, denn da haben wir schon die Burgruine Ehrenberg. Ehrenberg, was ich, oder? Ehrenberg und Schloss Heimsheim. Da ist das Schloss Heimsheim, also das ist die Ortschaft, heißt Heimsheim mit einem Schloss. Und die Burgruine heißt Ehrenberg. So, und wir beenden jetzt unsere Radtour in Gundelsheim. Machen einen kleinen Imbiss und dann fahren wir zurück nach Musbach. Stimmt's, Chefin? Jawohl, so machen wir das jetzt. So, was ich da an einer Schleuse alles wieder findet, vom Fußball bis weiß Gott wohin, alles Treibgut. Hier haben wir nochmal die Burg Ehrenberg, die Burgruine Ehrenberg. So. Geschafft. Geschafft. 39 Kilometer. Für die erste Tour ganz okay. Ja, wer kam denn wohl auf diese Idee? Ja. Also,
muss schon sagen, war nicht gerade sehr klug, die erste Tour gleich fast 40 Kilometer zu fahren. Ist das Fiedele weh? Das Fiedele weh. Wenn ihr nicht wisst, was das Fiedele ist, das ist der Popo. Ja, aber es war sehr schön. Ja, können wir euch empfehlen, lecker Radweg, ja. Wunderschön zu fahren. Keine Steigungen. Genau. Ah ja, ein paar waren schon. Also ich bin froh, dass ich mein E-Bike habe. Also, wir hoffen, der kleine Ausflug hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder. Ja, bis demnächst. Ciao. Tschüss.